Warum ist separates Bauchtraining Schwachsinn, wurde ich gefragt nach meinem Post. Ich versuche das mal zu erklären. Und zwar sieht es so aus, dass jeder Mensch ein Sixpack schon hat. Wenn man das nicht sieht, dann liegt es einfach daran, dass der Körperfettanteil zu hoch ist. So. Man kann aber mit gezieltem Bauchmuskeltraining kein gezieltes Körperfett abbauen. So. Es ist einfach so. Das heißt, wenn man so wie ich nach 5 Jahren keinen Sport, eine ordentliche Wampe hat, dann ist ein Sixpack da, aber man sieht es nicht. Dann kann ich jetzt 6-mal die Woche Bauch trainieren, dann werden vielleicht meine Bauchmuskeln ein bisschen dicker, aber man wird sie nicht sehen, sondern ich sehe aus, als wenn ich dann wirklich hochschwanger bin, weil einfach das ganze Volumen ansteigt. Das heißt, wenn ich jetzt Lust drauf habe, dass man ein Sixpack sieht, habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, den Körperfettanteil zu reduzieren. Das kann ich nur machen, indem ich meine Kalorienzufuhr einschränke. Sprich, einfach weniger zu mir nehme, als ich verbrauche. Dann habe ich aber wieder ein Problem, Muskelmasse aufzubauen. Also bringt das in meinem Fall überhaupt nichts. Außerdem ist es so, wenn man Krafttraining macht und es richtig macht und man eine ordentliche Spannung im Körper hat, das heißt, man macht Curls, hat die Bauchmuskulatur angespannt, die Schultern hinten, alles steif und stabil gemacht, dann trainiert man seinen Bauch sowieso schon. Oder wenn man Latziehen macht, man zieht von vorne, man hat die Spannung im Bauch, hier im Core, die man aufbauen sollte, um überhaupt das ganze Gerüst zu schützen, dann trainiere ich meinen Bauch eigentlich schon. Mehr brauche ich nicht machen. Alles andere ist völliger Humbug. Also sich da wirklich, so wie ich gerade, 32 Minuten auf irgendeine Bank zu legen und irgendwelche Crunches zu machen und Beinheben zu machen, ist letztendlich eigentlich völlig, völlig vertane Zeit. Es bringt nichts. Wenn wir richtig trainieren, strengen wir unseren Bauch sowieso schon an. Die Bauchmuskeln sind da. Wenn man sie sehen soll, dann geht es nur über eine Reduzierung des Körperfetts. Und eine Reduzierung des Körperfetts schaffen wir nur, wenn wir ein Kaloriendefizit aufbauen. Die einen machen eine Diät, wovon ich gar nichts halte. Die anderen machen über einen langfristigen Zeitraum irgendwo FDH und nehmen weniger zu sich, als sie verbrauchen. Das ist die einzige Möglichkeit. Deswegen werde ich in Zukunft keine Zeit mehr damit verschwenden, 3 Sätze à 30 Crunches zu machen, 3 Sätze à 30 mal Beinheben zu machen oder sonstige Sachen zu tun. Die Zeit spare ich mir und in der Zeit mache ich lieber gar nichts, weil das bringt nichts. Insofern, bis dann mal.